Mein Name ist Petra Schaab und ich bin Sozialarbeiterin. Straffälligkeit und Inhaftierung ist immer noch ein großes Tabu. Im sozialen Umfeld spricht man da nicht gerne drüber. Das heißt, den Familien fehlen die Ansprechpartner. Und dann ist es gut, wenn es eine Stelle gibt, bei der man offen sprechen kann. Der Inhaftierte ist sehr versorgt, da passiert gar nichts. Natürlich hat er seine Probleme, aber die Angehörigen draußen, an die denkt niemand. Das ist schwerwiegend das Problem und deshalb ist es gut, dass SKM den Angehörigen hilft. Es ist natürlich schon ziemlich schwierig, jemanden zu finden, mit dem man überhaupt über das Thema reden kann. Also ich habe halt eine gute Freundin, mit der ich dann so offen reden kann, ja, aber so ansonsten kann ich natürlich jetzt nicht damit hausieren gehen. Ja. Deswegen finde ich es gut, dass die Deutsche Fernsehlotterie die SKM unterstützt mit 71.000 Euro, damit das Leben der Angehörigen und Inhaftierten erleichtert wird. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen. Inmitten von Weinbergen die Annehmlichkeiten eines luxuriösen 5-Sterne-Hotels mit hochwertiger Gastronomie genießen. Einen einwöchigen Aufenthalt für zwei an der Mosel im Victors Residenzhotel Schlossberg gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 36 30 326. Einen Audi A1 Sport gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 04 48 138. Die Seele baumeln und sich verwöhnen lassen. Eine Wellnesswoche für zwei Personen im Hotel Dollenberg im Schwarzwald gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 94 24 204. Einen Audi A4 Avant gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 40 10 729. Und 100.000 Euro gewinnt das Los mit den Endziffern 34 26 584. Und kurz vor der Tagesschau geht's weiter. Vielen Dank fürs Mitspielen.